Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers Cybertron Robots in Disguise. Cybertron Defense Scattershot. Puh, langer Name. Scattershot ist hier quasi die Voyager-Version und das Upgrade des normalen Scattershots aus der Serie in Deluxe-Größe. Oder nee, Quatsch, es war nicht Deluxe-Größe, es war glaube damals Scout Class. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Die Figur ist ziemlich cool, wird ja als Raketenpanzer quasi geliefert. Die Raketen sind sehr schön modelliert in Gold, in dem silbern glänzenden Plastik eingelegt. Macht was her, sieht fast aus, als wenn die Raketen abschießbar wären, sind sie aber nicht. Ansonsten der Panzermodus vorne mit den Minenräumwerkzeugen finde ich auch sehr schön. An der Seite ist die Waffe angebracht und wir haben hier unten dieses in einem ja schmutzigen Grau quasi gehaltenen Kettenfahrzeug. Hier auf der anderen Seite sehen wir das ebenso nochmal. Die Waffe ist nur auf der einen Seite hier befestigt, also möglich zu befestigen, da sie innen drin mit diesen Slots befestigt wird. Leider nicht auf der anderen Seite auch ansteckbar. Hier kann man allerdings den typischen Mini-Con-Port sehen und natürlich dort auch die Sachen befestigen. Ansonsten wird die Figur mit dem Cyber Planet Key geliefert, die weitere Features bei dieser Figur auslösen. Dazu aber gleich mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal die Verpackung. Die Figur wird in einem typischen Voyager-Karton geliefert. Man sieht hier dieses typische 2-in-1 Roboter-Fahrzeug und ein Cybertron Defense Scattershot Voyager-Größe mit Autobot-Symbol. Hier ist normalerweise der Planeten-Key quasi eingelassen. Hinten seht ihr das große Autobot-Symbol ganz groß. Und hier hinten sehen wir dann nochmal schön Scattershot quasi im Roboter-Modus, im Fahrzeug-Modus. Und hier dann noch ein ganz kleiner Text, getarnter Roboter, stecke den Cybertron-Schlüssel hinein, um das Geschütz zu aktivieren, feuere die Flugkörper ab. Ja, nichts groß Besonderes. Und dann noch hier den Hinweis, dass auf den Cyberplanetenschlüsseln ein Code quasi ist, der quasi Online-Funktionen freischaltet. Das sehen wir dann einmal hier. Hier ist dann quasi so ein Code mit abgebildet. V4KT. Ja, und an der Seite ist dann noch die Story von den Transformers abgebildet, hier oben in Deutsch. Ja, und ansonsten unten drunter nur das typische Prempel und das war's. Oben ganz schlicht und ein bisschen verstaubt. Ja, den Karton lege ich jetzt mal zur Seite und wir kommen jetzt einfach mal zu der reinen Figur. Im Fahrzeugmodus kann man das Cyberplaneten-Schlüssel-Key-Feature auch nutzen. Was allerdings, denke ich mal, eher für den Robotermodus gedacht ist. Wir stecken einmal hier sind zwei Ports hier hinten, den Schlüssel hinein. Und schon kann man das erste Feature aktivieren, eine riesengroße Kanone, die ausklappt. Und beim zweiten Port kann man dann quasi einen Missile Launcher quasi freischalten, den man auch noch so nach vorne schieben kann. Na, so. Das sind auch nochmal zwei Raketen, die dann auch hier abgefeuert werden können. Und ein nettes kleines Target-Visier, was auch automatisch ausklappt. Ja, die Ports werde ich mal wieder einklappen. So, wenn es mal hält. Jetzt aber. So, die Waffe, wie gesagt, nehmen wir einmal ab. Das ist hier so eine kleine, sieht fast aus wie so eine Art automatische Gewehrwaffe bzw. Sniperwaffe wegen dem Visier hier oben. Trotzdem sehr schön gemacht. Und jetzt kommen wir einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel bei der Figur. Wir klappen einmal hier oben den Raketenkopf auseinander. Klappen dieses komplette Teil nach oben. So. Die Seitenteile werden einmal hier umgeklappt. Die sind hier an einem Balljoint befestigt, können gedreht werden, wie auch immer. Ist auch wichtig, denn wir drehen es einmal rum. Das gleiche hier, drehen es rum. Anschließend drehen wir hier unten die Füße auseinander. So. Drehen einmal den kompletten Körper so, dass er quasi so steht. Drehen die Seitenteile einmal herunter. Müssen hier drin befestigt werden. Hier sind kleine Packs und hier eine Öffnung. Das wird miteinander verbunden. Gibt der Figuren auch ein besseres Stehvermögen in der Roboterform.
So, die Beine können separiert werden. Anschließend die Raketenpods zur Seite drehen und hier unten die Arme rausdrehen. Na, geht ein bisschen schwer. Das gleiche hier auch noch einmal. So. Und den Kopf einmal so herumdrehen. Ja, und jetzt ist Scattershot quasi schon fertig verwandelt und ja, eigentlich schon bereit für ein paar kleine Decepticon-Schießübungen. Das Schöne ist nur, ich sehe gerade, hier ist einmal das Gelenk falsch gedreht. So ist es richtig. Das seht ihr daran, dass die Schrauben quasi vorne sind. Das ist nicht so schön. So. Jetzt ist es aber korrekt. Ja, ansonsten haben wir, wie gesagt, Scattershot hier. Die Arme können wir nach unten winkeln und die Raketen schön so nach vorne stretchen. Die Pistole, oder wie gesagt, das Gewehr, können wir eben in die Hand geben. Und ansonsten können wir natürlich noch dann das Cyberplaneten-Feature zeigen. Dazu aber gleich dann mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal so die Figur anhand der Details. Die Füße sind sehr schön gestaltet, finde ich. Vorne gucken die Panzerketten raus, ein sehr schönes Detail. Und silberne Knieschoner. Und auch so der Bauch, sehr schön von Details, hier mit den pneumatischen Stangen. Oben die gepanzerte Brust. Der Kopf ist quasi wie beim Original bei der kleinen Scout-Figur mit dieser kleinen schönen Nachtsichtbrille oben drauf. Was ich an dem Kopf auch vom Design her sehr schön finde, er ist quasi an diesem Gelenk quasi nach oben gewinkelt, wie wir es quasi aus der Energon-Line auch schon kennen für die Combiner. Und trotzdem kann man den Kopf hinten anhand dieses Gelenks noch richtig schön zur Seite drehen. Finde ich, ist auf jeden Fall eine sehr gute Art. Hier hinten ist noch ein Lightpipe-Feature drin, was allerdings nicht richtig funktioniert. Das Problem dabei ist nämlich, dieses Lightpipe, was hier vorhanden ist, ist nur vorne. Hinten ist keine Möglichkeit, dass Licht einstrahlt. Was ich schade finde, denn es wäre schon geil gewesen, wenn hier oben die Brille nämlich auch noch leuchten würde. Ansonsten die Arme. Hier innen drin leider hohl. Wegen der Transformation. Ansonsten hier die Panzerung auch schön zu erkennen. Hier vorne die Pneumatikteile. Die Raketenwerfer passen eben sehr gut in den Arm. Was ich schade finde, ist, dass hier hinten wegen der Transformation der ganze Rücken komplett frei ist. Das ist ein Drehgelenk hier oben, was dann quasi hier mit den Armen einrastet und fixiert wird. Ja, und ansonsten, ja, die Figur, wie gesagt, ist sehr schön gemacht. An der Seite, wie gesagt, massiv die Panzerketten. Ein sehr schönes Detail auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja, und ansonsten zeige ich euch jetzt einfach mal das Cyberplaneten-Feature. Wie ich es euch jetzt vorhin schon im Fahrzeugmodus gezeigt habe, kann man natürlich hier auch jetzt die Waffen noch aktivieren. Nur mit dem Unterschied hier, wir nehmen das Gewehr einmal heraus, wird quasi die Waffe, wenn wir sie hier vorne einmal einklappen, komplett rumgeswitcht. Die Arme müssen dazu gerade gemacht werden. Und schon kann man diese Waffe ihm komplett so in die Hand geben. Was ich eigentlich sehr nice finde vom Feature. Wir sehen außerdem hier das elitäre Symbol der Transformers Autobot Defense Squad. Den Schlüssel lässt sich immer sehr schwer lösen. So. Hat was damit zu tun, dass hier unten so ein kleiner Pin dran ist, der quasi die sich in dieser Waffe sehr schnell verhakt. Das gleiche machen wir hier. Drücken den Key einmal herein. Und klappen den Raketenwerfer jetzt aus. Das gleiche hier. Die Waffe lässt sich dann einmal so nach vorne switchen. Und schon haben wir dann hier einen vollbepackten, mit Waffen strotzenden Scattershot. Was ich ziemlich heiß finde auf jeden Fall. Ich stelle sich einfach mal vor, dass er zum Beispiel Starscream und Co. so vom Himmel holt. Übelst übel geil. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass hier dieses Okular, dieses Zielvisier, nicht vor seinem Kopf ist. Das heißt, auf dieser Seite, das wäre deutlich geiler gewesen, aber ich denke mal, das hat man nicht gut umsetzen können. Man hätte es zum Beispiel hier vorne einsetzen können, anstatt hier an der Seite. Das wäre schon irgendwie technisch möglich gewesen.
Aber naja, gut. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr geile Figur. Mir gefällt die Cybertron-Line anhand dieser Cyberplaneten-Key-Geschichte sehr gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch stolz darauf, dass ich die komplette Serie mein eigen nenne, was die Figuren angeht. Und ja, ich kann die Figur jedem empfehlen, wenn ihr sie nochmal irgendwie bei eBay bekommt. Momentan sind einige Versionen bei eBay drin. Und ja, ein Preis für 30 Euro im Durchschnitt lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten gehen die Preise für die Cybertron-Figur momentan drastisch in die Höhe. Ist also auch schon eigentlich eine sehr schöne Wertanlage, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja, von den Farben, vom Details, vom Design, Robotermodus, Fahrzeugmodus, einfach nur geil die Figur. Ich kann nur nicht sagen, overall 10 von 10. Fahrzeugmodus 10 Punkte, Roboter 10 von 10. Es ist einfach eine saugeile Figur. Vom Hintergrund her ist damals Scattershot in einer Folge mit Hotshot und Red Alert quasi getötet worden. Die sind hier neu reformiert worden und wurden dann quasi zur Defense Squad. Red Alert, der Krankenwagen, wurde zu einem Raketentransporter. Er hier zu einem Raketenpanzer. Und Hotshot wurde zu einem kleinen Defense-Patrol-Fahrzeug mit einem Zweier-Turret oben auf dem Fahrzeug selbst. Und da werde ich natürlich auch später nochmal drauf eingehen. Eine sehr schöne Figur, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, das Review hat euch soweit gefallen. Ich habe es diesmal versucht, sehr kurz zu halten. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Review. Und ich freue mich darauf und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und mich weiterempfehlen würdet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rexfor.